Kürzlich erschien der neueste Ableger der Assassin's Creed-Reihe namens Odyssey. Armin, du bist wieder viel zu spät. Das Spiel ist seit Wochen draußen. Ja, ich weiß. Das Spiel kommt auch super an. Es hat eine unterhaltsame Story, eine prächtige Grafik und das Gameplay ist so, wie man es von einem Assassin's Creed nun mal erwartet. Denn aktuell dürfen Fans jährlich einen neuen Teil spielen. Bei den hohen Verkaufszahlen verwundert das aber auch keinen. Da aktuell jeder über Assassin's Creed Odyssey redet, schauen wir uns in diesem Video einfach mal Teil 1 an, welcher vor 11 Jahren erschien. Und vor 10 Jahren auf PC. Tja. Fangen wir einfach mal mit dem offensichtlichsten an, der Grafik. Damals, als das Spiel rauskam, war es einfach mal eines der ersten Games auf PS3, welches wirklich, aber so wirklich großartig ausschaute. Wie zu erwarten, tut es das allerdings heute nicht mehr. So, können wir das Video jetzt beenden? Die Entwickler haben für damalige Verhältnisse wirklich alles rausgeholt. Trotzdem haben wir in den letzten 10 Jahren so große Fortschritte in Sachen Optik von Spielen gemacht, dass ich an manchen Stellen wirklich dachte, dass ich hier ein PS2-Spiel spielen würde. Die Sichtweite ist immer noch zeitgemäß, was gut ist, da man auf Türme klettern muss zum Synchronisieren. Dafür ist die Renderrate allerdings nicht so hoch. Beim schnellen Richtungswechseln in die Seitengasse baut sich sichtbar alles auf. Texturen sind nicht der Rede wert und Animationen manchmal sogar ziemlich unsauber. Vor allem, wenn man schnell mit dem Pferd galoppiert. Das sieht so falsch aus. Manche Animationen laufen auch viel zu schnell ab, wahrscheinlich weil sie an eine Bildwiederholungsrate gekoppelt sind und ich Bonze mit einem 144Hz G-Sync-Monitor spiele. Aber kommen wir mal eben zu einem viel wichtigeren Punkt, und zwar dem Gameplay. Assassin's Creed 1 hat die Ubisoft-Formel eingeführt, die andere Ubisoft-Spiele später adaptiert haben. Für eine Zeit lang eigentlich sogar fast alle. Man betritt ein neues Gebiet in der Open World und muss erstmal auf einen Turm steigen, damit weitere Türme aufgedeckt werden, auf die man ebenfalls steigen muss, damit endlich eine Story-Mission aufgedeckt wird. Dabei ist es falsch, von einer Open World im gängigen Sinne zu sprechen. Die einzelnen Städte sind zwar frei begehbar, jedoch muss beim Betreten eines neuen Gebiets erstmal nachgeladen werden. Entsprechend handelt es sich um mehrere große Level und nicht um einen einzigen riesigen Ort, wie es den Anschein haben mag. Da freut sich das Blu-ray-Laufwerk der PS3. Das Gameplay hat allerdings ein sehr großes Problem. Es bietet kaum Abwechslung oder auch gar keine. Auf Konsole gibt es 5 Missionstypen. Erstens Leute belauschen, zweitens Leute belauschen und dann einem etwas aus der Tasche klauen, drittens jemanden zuhören und ihn danach verprügeln, um Infos herauszuquetschen, viertens für Informanten verlorene Fahnen einsammeln oder ihre Verfolger eliminieren. Mal davon abgesehen, dass dies nicht besonders spannende Aufgaben sind, ist es extrem nervig, die Aufgaben immer und immer und immer wieder zu wiederholen. Mal davon abgesehen, dass dies nicht besonders spannende Aufgaben sind, ist es extrem nervig, die Aufgaben immer und immer und immer wieder zu wiederholen. Denn um in der Story weiterzukommen, muss man genau das machen. Das Spiel ist so monoton wie diese Audioaufnahme. Zum Glück bietet die PC-Version 4 neue Missionstypen, weswegen diese auch Director's Cut getauft wurde. Da sind sogar ziemlich coole Missionen. Bogenschützen heimlich ausschalten, Marktstände im Gemetzel zerstören, Escort-Aufträge und schnell zu jemanden hinrennen. Das macht die Konsolenversion wirklich zu einem unerträglich monotonen Spiel, während die PC-Version zwar deutlich besser ist, doch im Zusammenhang mit dem andauernden Turmklettern auch langweilig werden kann. Am besten spielt man das Spiel nicht in einem durch, sondern lässt sich zwischen den Sessions eine kurze oder auch lange Pause. Außerdem hat das Spiel die typischen Probleme älterer Spiele. Die Umgebung fühlt sich nicht mehr so atmosphärisch an wie damals. Das Reiten durch das Königreich ist das nervigste der Welt. Und die KI kann manchmal sehr dumm sein. Immerhin sind manche Stellen im Spiel wirklich ganz cool inszeniert worden. Außerdem ist es teilweise auch ziemlich brutal, wurde aber trotzdem ab 16 freigegeben, weil alles in einen geschichtlichen Kontext passt. USK FDW. Ruhen, bevor sich alle vor ihm beugen. Das hättet ihr besser nicht getan. Bringt ihn in sein Quartier. Ich folge euch, wenn ich hier fertig bin. Ich bleibe nicht hier. Ich werde wieder entfliehen. Nein, wohl kaum. Brecht ihm die Beine, alle beide. Abschließend kann man sagen, dass Assassin's Creed alles andere als zeitgemäß ist. Die Grafik sieht nicht mehr gut aus, das Gameplay ist monoton, besonders auf Konsole und viel Atmosphäre kommt nicht mehr auf.
Trotzdem hatte ich mit der PC-Version des Spiels sehr viel Spaß, da ich es eben nicht in einem durchgespielt habe, sondern mir Zeit gelassen habe. Dadurch kommt die Monotonie nicht so sehr zum Vorschein. Außerdem finde ich die Story wirklich sehr cool und spannend, die im Laufe des Spiels erzählt wird. Ich weiß nicht, ob ich sie euch erzählen soll. Kann ja sein, dass jemand die Story jetzt noch spielen möchte. Desmond stirbt am Ende. Hast du jetzt ernsthaft die Story gespoilert? Spaß, es gibt ja noch Assassin's Creed 2, deswegen ist es sowieso klar, dass Desmond noch weiterlebt. Du Hurensohn hast gespoilert, dass Desmond nicht stirbt. Ich deabonniere dich. Toll, jetzt habe ich einen Zuschauer verloren. Tja, was willst du machen?